Hallo, mein Name ist Chris. Wir machen heute Training mit Alltagsgegenständen. Ihr braucht dazu einen Becher, einen Tischtennisball und einen Löffel. Zu Beginn starten wir mal mit dem Aufwärmen. Dazu machen wir einfach mal ein paar Hampelmänner. Werden wir schön warm, Arme und Beine mobilisieren wir, dann sind wir für später fit und wir verletzen uns nicht. 10 Stück sollten auf alle Fälle gehen. Schön Arme mitnehmen, Beine auseinander, guter Rhythmus. So, wenn wir das haben, dann mobilisieren wir mal unser Schultergelenk. Dazu lassen wir mal unseren rechten Arm kreisen. Machen wir große Bewegungen nach hinten und nach vorne. Und das Ganze machen wir auch mit dem anderen Arm. Zuerst mal nach hinten kreisen lassen und dann nach vorne. Dann sind wir da schön warm für später. Und dann drehen wir uns mal um unsere Achse. Einmal nach rechts und später dann auch nach links. Wir nehmen unseren rechten Arm und schauen auch in die Richtung, wo wir uns hindrehen. Und das Ganze dann auch mit der linken Seite. Die Beine bleiben stehen, die bewegen sich nicht mit, sondern wir drehen uns wirklich nur mit dem Oberkörper langsam und kontrolliert nach hinten. So, wenn wir das auch haben, gehen wir zum nächsten Schritt. Und wir gehen auf ein Bein, strecken die Arme aus und versuchen jetzt mal mit unserem rechten Knie einen Kreis zu zeichnen in der Luft. Linke Bein bleibt am Boden. Wir schauen, dass wir nicht umfallen. Und dann machen wir das Ganze auch mit dem anderen Bein. Das Knie soll einen großen Kreis zeichnen. Gleichgewicht halten, schön sauber bewegen. Sehr gut. Gut, dann können wir noch ganz kurz uns ein bisschen auflockern in der Schulter. Die Handgelenke kurz warm machen. Nach innen, nach außen drehen. Dann die Arme ein bisschen hin und her schwingen. Und dann geht es auch schon los. Als allererstes nehmen wir mal unseren Tischtennisball und versuchen den auf den Boden zu werfen und den dann mit unserem Becher zu fangen. Das ist mal die erste Aufgabe. Das ist gar nicht mal so einfach, weil wenn nämlich der Tischtennisball direkt in den Becher reinspringt und den Boden berührt, springt er wieder raus. Also wir müssen quasi schauen, dass wir den Tischtennisball im Becher auffangen können, dass er drin bleibt. Wir werfen mal den Tischtennisball mit unserer linken Hand und fangen dann mal den Ball mit unserem Becher mit der rechten Hand. Wenn das ein paar Mal geht, so 3, 4, 5 Mal, dann können wir auch mal die Hand wechseln. Drehen wir den Spieß um und dann merkt ihr gleich, das ist wesentlich schwieriger, wenn wir jetzt den Ball mit unserer linken Hand fangen wollen. Becher ist in der linken Hand und wir wollen den Ball auffangen. Aber auch hier gilt, Übung macht den Meister. Je öfter ihr das Ganze ausprobiert, umso besser wird es dann auch. Auch wenn der Ball mal nicht gleich reingeht, sondern zuerst 2 oder 3 Mal auf dem Boden dann dazwischen noch aufkommt, ist es nicht schlimm. Versucht einfach mal den Ball zu fangen. So, als nächstes wollen wir das Ganze in der Luft schaffen. Heißt, wir werfen einen Tischtennisball mit unserer linken Hand hoch und fangen ihn dann direkt in der Luft mit unserem Becher. Das ist schon wesentlich schwieriger und ihr seht, das ist gar nicht mal so einfach. Und wenn das einigermaßen geht, dann machen wir das Ganze auch mit der linken Seite. So, jetzt werfen wir unseren Tischtennisball einmal sehr hoch, lassen ihn am Boden aufkommen und versuchen den dann mit dem Becher zu fangen. Also einmal hochwerfen, aufkommen lassen und dann rein in den Becher.
Auch hier gilt, abwechselnd rechts, links. Wenn rechts gut hinhaut, machen wir es auf der linken Seite. Und da hat jeder eine Seite, die wesentlich einfacher ist als die andere. Da einfach ausprobieren, tendenziell als Rechtshänder natürlich die rechte Seite, als Linkshänder linke Seite. Aber mit Übung gehen auch beide Seiten. So, jetzt balancieren wir unseren Tischtennisball auf der Rückseite unseres Bechers. Dazu drehen wir den Becher einmal um, legen den Tischtennisball drauf und jetzt geben wir mal den Becher mit Ball von der rechten in die linke Hand. Bewegen wir uns mal kurz nach links und dann geben wir den Becher mit Ball wieder in die rechte Hand zurück. Drehen wir uns kurz mal nach rechts. Schön ausbalancieren, dass der Ball nicht runterrollt. Und aus dieser Position jetzt werfen wir den Ball nach oben mit der Rückseite, drehen den Becher in der Hand ganz schnell und wollen den Ball auffangen. Wenn das nicht so hinhaut, dann lasst den Ball einmal dazwischen am Boden aufkommen und fangt ihn dann. Ganze natürlich auch dann auf der linken Seite. Und jetzt haben wir den Ball in unserem Becher und jetzt wollen wir ihn aus dem Becher rauswerfen, ohne dass wir den Ball anfassen und wieder fangen. Heißt, wir haben nur noch den Becher in der Hand, werfen den Ball aus dem Becher hoch und wollen ihn wieder fangen. Auch hier wieder Wechsel links und rechts. So, dann stellen wir unseren Becher auf den Boden. Gehen wir mal so 3-4 Schritte weg und dann versuchen wir mal da reinzutreffen. Und dann könnt ihr natürlich auch eure Freunde herausfordern, wer weniger Versuche braucht hat. Als nächstes brauchen wir unseren Löffel. Da legen wir jetzt unseren Tischtennisball drauf. Und jetzt gehen wir mal zu einem Ende von eurem Raum und versuchen wir mal auszubalancieren. Einen Fuß nach dem anderen auf eine Linie und zum anderen Ende vom Raum gehen. Wenn ihr keine Linie habt, und versucht es immer, Ferse an Zehenspitze zu setzen. Nicht den Tischtennisball zu verlieren und schön zum anderen Ende des Raumes balancieren. Dort angekommen, drehen wir uns einmal um und gehen dann auch wieder zurück. Und als nächste Herausforderung versuchen wir das Ganze jetzt mal rückwärts. Rückwärts ist es wesentlich schwieriger, also lasst euch da ruhig auch ein bisschen Zeit. Es ist keine Übung, wo es darum geht, so schnell wie möglich damit fertig zu werden, sondern Balance halten und konzentriert arbeiten. Oh, und jetzt nehmen wir unseren Löffel mit unserem Tischtennisball und versuchen den mal unter unseren linken Fuß durchzukriegen, ohne dass der Tischtennisball wegfliegt. Unterm Bein müssen wir einen Handwechsel machen, sonst wird das schwierig. Und jetzt machen wir das Ganze auch mit dem rechten Bein. Sehr gut. Und jetzt versuchen wir mal hinter den Rücken zu kommen. Hinterm Rücken Handwechsel, so dass der Tischtennisball nicht runterfällt und wir dürfen den Tischtennisball auch nicht festhalten, sondern nur den Löffel. Und dann probieren wir das Ganze nochmal. Können wir uns jetzt auch mal kurz drehen. Nur den Löffel anfassen, nicht den Tischtennisball und sauber und langsam arbeiten. Sehr gut. Dann schnappen wir uns einen Luftballon. Wenn ihr keinen Luftballon habt, geht auch irgendein anderer Ball. Und wir lassen ihn mal hinterm Rücken kreisen. Hinter den Rücken, vor den Rücken, dann auch mal Handwechsel, andere Richtung. Und unter Bein. Das Bein lassen wir aber in der Luft. Setzen wir nicht am Boden ab. Halten wir die Spannung. Und auch die andere Richtung.
Und dann schnappen wir unser anderes Bein und machen das gleiche auf der Seite auch. Auch hier wieder Richtungswechsel in eurem Tempo. Wer da fortgeschritten ist, kann es schneller machen. Wenn es zu anstrengend ist, ein bisschen langsamer. Und jetzt gehen wir in die Hocke und lassen den Luftballon hinter unseren Knien kreisen. Auch hier wieder Richtungswechsel. Schön und sauber arbeiten. Dann gehen wir wieder zum einen Ende vom Raum, machen einen Ausfallschritt, das Knie berührt nicht den Boden, bleiben mit dem Oberkörper schön gerade und führen den Luftballon durch eines unserer Beine durch. Wenn wir am einen Ende angekommen sind, können wir das Ganze natürlich jetzt auch rückwärts machen. Als nächstes nehmen wir unseren Luftballon und einen Tischtennisball und jetzt versuchen wir mal den Tischtennisball auf unserem Luftballon oder wenn ihr keinen Luftballon habt, einen anderen Ball über dem Boden zu halten. Wir dürfen unseren Tischtennisball nur mit unserem Luftballon berühren und versuchen den mal 5 Mal über dem Boden zu halten. Wenn der Tischtennisball auf den Boden fällt, ist es nicht schlimm, dann prallt einmal vom Boden hoch und wir machen weiter mit dem Luftballon. Als nächstes drehen wir den Spieß jetzt um. Ist jetzt einfacher. Wir schnappen uns unseren Tischtennisball und versuchen jetzt den Luftballon in der Luft zu halten. Als Schwierigkeit machen wir das Ganze so, dass ihr jedes Mal die Hand wechseln müsst, bevor ihr den Luftballon berührt. Und ihr dürft den Luftballon nur mit eurem Tischtennisball berühren. Das heißt, ihr müsst den Tischtennisball immer von der linken in die rechte Hand übergeben und das ganz schnell wechseln. So, als Abschluss schnappen wir uns jetzt 2 Becher und 2 Tischtennisbälle. Das ist jetzt eure Challenge für daheim. Wir lassen beide Bälle nach unten fallen und versuchen jetzt beide aufzufangen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir fangen beide Tischtennisbälle mit jeweils einem Becher auf oder wir können das Ganze auch kombinieren, dass wir zum Beispiel beide Tischtennisbälle mit einem Becher fangen wollen. Dass am Ende dann beide Tischtennisbälle in einem Becher drin sind. Ihr seht jetzt die verschiedensten Variationen. Könnt ihr dann auch ausprobieren. Wir können auch die Tischtennisbälle kreuzen, dass der aus dem rechten Becher jetzt im linken dann landen muss und umgekehrt. Oder dass man 2 aus einem hochwirft und die dann mit dem anderen auffängt. Und wie gesagt, wenn die Tischtennisbälle mehrfach am Boden aufkommen, ist kein Problem. Hauptsache, ihr könnt es einfangen. Das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!